Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Beef, Community Beef und so, Let's Community Beef mit dem Imperator. Aber ich muss mal gerade was nachgucken, ich glaube den Imperator wird man jetzt nicht hören können. Ich vergesse es jedes Mal wieder. Voreinstellungen, Sprache, Ausgabe über beide, Spiellautstärke müssen wir auf 1 reduzieren. Und damit kann man dich jetzt auch hören, Impi. Impi? Ja. Ja, man kann dich jetzt hören. Hey. Ja. Hallo. Schön, dass wir das geregelt haben. Zeit mal wieder mit am Start. Ja, wir wollten eigentlich Halo 4 zocken. Aber es hat bei mir nicht funktioniert. Meine Halo 4 CD ist zerkratzt. Da habe ich mir gedacht, ach, ich kriege ja sowieso die Halo Anniversary, die Halo Master Chief Collection. Da ist mir nur eingefallen, fuck, das ist ja für Xbox One. Dann wollten wir Halo Anniversary spielen. Dann haben wir bemerkt, dass es bei dem Impi nicht funktioniert. Und jetzt spielen wir halt Reach. Invasion. Wie damals auch und so. Wie immer. Und ich freue mich eigentlich so ein bisschen. Eigentlich wie immer, ja. Eigentlich wie immer. ich wollte mich nochmal kurz so bei euch nochmal bedanken, weil jetzt die letzte Zeit ja keine Videos mehr kamen, weil der Computer ja platt war. Dass mich hatten trotzdem Leute noch abonniert währenddessen. Und fand ich total toll, finde ich super. Ihr seid echt total geil oder ihr habt einfach nur vergessen, dass ich existiere und habt dementsprechend auch vergessen, mich zu deabonnieren. Das ist natürlich alles möglich. Ich nehme es aber jetzt einfach mal im positiven Sinne auf. Und ich möchte mich gerne bei der oder die Clumsy bedanken. Ich vermute mal, es ist die, weil in ihrem Xbox Live irgendwie als sie eingetragen ist. Wenn nicht, kannst du es ja mal in die Kommentare schroten jetzt nur endlich. Sie ist die einzigste, die bei meinem 100-Abo-Special irgendwie mal auf das Gewinnspiel geantwortet hat. Leider falsch, aber gut. Trotzdem möchte ich mich bei ihr bedanken und möchte ihr gerne ein hier so ein Poster zukommen lassen. Daher kannst du mich ja bei Xbox Live dann ruhig mal anschreiben und mir mal deine Adresse oder sowas mal zusenden. Ich werde das mal versuchen, schnellstmöglich dir per Post zuzusenden. Wenn du lustig bist, auch unterschrieben, keine Ahnung. Ich bin ja auch mega Superstar. Und wir hören jetzt auch lange rumzuquatschen hier und würden sagen, Spiel so starten. Jo. Und da geht der Countdown runter. Und ja, es geht jetzt demnächst auch endlich weiter mit Alien Isolation Let's Play. Da geht es jetzt auch demnächst weiter. Die nächsten 2 oder 3 Folgen, die jetzt kommen, ich weiß es jetzt nicht, wie viel ich aufgenommen habe, werden ein bisschen scheiße sein, weil da nämlich der Spielsound ungefähr so hat. Ungefähr so wird sich das anhören. Ich entschuldige mich dafür. Das ist auch der Grund, warum mein Computer abgegeben wurde, weil er anscheinend wieder fertig war und dementsprechend den Spielsound nicht richtig aufnehmen konnte. Ich werde es trotzdem hochladen. Also ich werde den Spielverlauf jetzt nicht nachstellen, sondern ich werde es trotzdem hochladen, weil es ziemlich cool ist, weil wie ich da abgehe. Und ja, es ist einfach so. Ihr müsst leider jetzt hinnehmen. Ich werde es auch mal noch während der Videos an sich auch noch mal einblenden lassen, dass der Spielsound scheiße ist. Ich bitte es zu verzeihen. Und im Hintergrund werdet ihr irgendwas von Infinity hören. Disney Infinity. Disney Infinity. Aha. Und ja, Impi, ich laber die ganze Zeit. Warum laberst du ja nichts? Ja, ich bei so einem Redeschwall, da war ich erstmal geplättet. Ja, ich muss ja einiges nachholen. Letzten paar Tage ja, nichts mehr. Ich merk's grad. Aufnehmen können. Ist das hier deine Therapiesitzung oder was? Ja, so ein Drehro. Hier, warum haben wir, weil wir wollten ja jetzt mal wieder Halo 4 zocken, warum haben wir ewig kein Halo 4 mehr gezockt? Ja gut, ich würde mal sagen, ganz viele andere gute Spiele, die in letzter Zeit kamen. Du hast ja schon Halo Isolation gesagt und was es da nicht noch alles gab, war einfach nicht die Zeit. Und nicht die Lust, Halo 4 zu zocken, weil ich bin ja immer noch so ein Anti-Halo 4-Fan.
Ja, Halo 4 Multiplayer ist nicht das Nonplusultra, das ist. Ich rede nicht nur von dem scheiß Multiplayer, Junge. Das weißt du auch ganz genau. Nur ich habe letztens wieder irgendwie so lustigerweise ein paar Momentation reingezogen von Halo 4 und da habe ich wieder Bock zu bekommen. Da habe ich gesagt, ey Impi, komm, ich muss sowieso mal wieder was aufnehmen, um zu sagen, es geht wieder los. Da habe ich das gesagt, okay, können wir Halo 4 mal reinlegen, dann passt das ganz gut. Genau. Ey, wir dachten uns halt einfach, wir müssen jetzt nochmal die Spiele würdigen, bevor die Master Chief Collection dann ins Haus steht. Ach ja. Und wie könnte man das besser tun, als das Ganze nochmal zu spielen? Ab diesem Tag sind es noch 9 Tage. Also wir haben jetzt den 2.11. sind jetzt noch 9 Tage bis die Master Chief. Ich hatte zwar keine Xbox One, aber ich habe es mir trotzdem vorbestellt. Mein Kollege hat gesagt, wenn die Vorbestellung nicht ankommen sollte für dich, reserviere ich sofort eine andere für dich, hat er gesagt. Das ist das Geile, wenn du einen Kollegen bei der in einem Technikladen hast und er auch noch für die Unterhaltungsmedien zuständig ist. Das ist so geil! Das ist natürlich eine perfekte Kombination. Das ist so hammerlustig. Boneyard wird also das Spiel sein. Und wir haben eben gerade schon gespielt, wir sind nicht schlecht dabei gewesen. So, hier, da unten haben wir jetzt welche, die sind besser als ich vom Rang her. Schnauze, Andy. Nova und Eclipse. Ich bin ja als nächstes, Noble. Bin ich als nächstes. Wer ist mythisch, danach bin ich Noble. Dauert nicht mehr lange. Assassin's Klo ist einer dabei gewesen. Warum heißt der Assassin's Klo? Ach so, noch eine Ankündigung zu Skyrim Let's Play Together. Das wird demnächst in einer anderen Kombination dort vorhanden sein, jeden Sonntag. Und zwar ist der gute Slay derweile nicht da. Haltet sie auf, Spartans. Und aus diversen Gründen, warum, es ist im privaten Bereich, das werden wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Er ist halt nicht da, wir werden es in einer anderen Star-Besetzung übergreifend weitermachen. Stirb, du Affe! Und es wird mal mit mir sein, mal mit der Shiro. Und immer wieder mal, ja, unterschiedliche Aktionen halt. Aber es wird nicht minder unlustiger. Ich bin runtergeflogen. Ich hab hier schon mal 2 Eliten kalt gestellt. Ich hab einen One-Shot gemacht und bin dann gestorben. Bei mir läuft's Einwand scheiße. Ach ja, diese Waffe hier, die ihr gerade bei mir sehen könnt, bin ich zurzeit am Basteln. Aber ein bisschen Alpha unterschiedlich, mal von der Größe her ein bisschen anders. Scheiße, auch noch Alpha. Ja, genau die Seite, die wir nicht bewacht haben. Ja, ja. Was sagt es das? Die anderen haben sie wieder verkackt. Natürlich, die anderen waren es wieder. Gut jetzt. Das sind immer die anderen. Wir haben hier ein DMR, haben wir hier. Den nehme ich auch mal mit. Oh, die auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite. Die machen uns ganz schön Feuer unterm Hintern. Alter Schwede, ich bin auch gerade richtig schlecht, Leute. Bravo wird angegriffen. Alpha wird angegriffen. Ja, ja, okay. Kannst du vergessen. Läuft der überhaupt nicht hier. Wir haben ungefähr mal eine Minute gebraucht, um die erste Ebene zu erobern. Der nächste ist ein schwieriger, sag ich dir. Er ist auch eine Scheißstelle hier, ganz ehrlich, das ist eine Scheißstelle. Halt, was ist das? Weil ich habe gerade das Allianzschiff am Himmel gesehen, wie es weitergeflogen ist. Das ist cool. Diese kleinen Details machen es halt aus. Ja, aber was hätten sie anders machen sollen? Einfach nur hinbeamen oder was? Hat auch nichts gebracht. Natürlich müssen sie auch eine Fluganimation einbauen. Okay. Du scheiß dieses Arschloch, ey. Bleib stehen jetzt! Oh Mann, Leute. Bravo wird angegriffen! Sag mal! Ich will's entern! Alter, so schlecht! Okay. Scheiße, Leute. Kern gestohlen! Alter, die haben schon den fucking Kern! Kern gestohlen, was geht ab eigentlich? Was haben wir denn dafür Pros erwischt? Alter, ist das kacke.
Ey, komm, das schneiden wir raus und tun so, als wenn wir es noch gar nicht aufgenommen haben. Ey. Oh, Spackenlaser und Shotty. Und Sniper. Okay. MP, komm mal hier hoch. Hier Sniper, Spackenlaser, Shotty, alles da. Ich hab jetzt den Sniper mal gepackt. Weiß mal, wo der Kern ist. Oh, da habe ich den Schützen rausgeballert aus dem Warthog. Welches Spackenlaser? Spielverderber. Kern fallen gelassen. Kern gestohlen. Kern down, Kern down, Kern down. Wollt ihr jetzt nochmal ärgern oder was? Kern gestohlen. Kern down, Kern down. Kern fallen gelassen. Ich snipe die ganze Ding. Kern gestohlen. Nein! Scheiße! Ich hab zweimal den Kerntypen weggesniped. Scheiße! Das war nicht so gut! Ja, ich bin eine halbe Minute zu spät gekommen mit diesem Panzer. Guck, guck! Du hast komm gesagt. Zugänge, wir werden in die Basis der Menschen einbringen. Kuro und Chio sind am Kaputtladen, aber es ist so ein scheiß Insider. So, dann wollen wir mal verkacken hier. Es wird nicht besser aussehen jetzt, glaube ich. Okay, MP. Wir müssen super gut, super schnell spielen. Ja. Ach, hier ducke ich mich. Der kommt gerade in den Sinn. Halo Reach ist ja gar nicht dabei in der Master Chief Collection. Ah! Ist ja sozusagen nicht, da war ja der Chief sozusagen nicht die Hauptperson, daher auch. Nicht dabei in der Kollektion. Deswegen ist auch keine New Wars dabei. Na, ich glaube, es geht halt in der Hinsicht, weil Halo Reach in der Reihe nicht reingepasst ist. Es ist wirklich Halo 1, 2 und 3 und 4 halt, weil. Ja. Ist so. Ist so, ist ein Pokémon, also stimmt's. Findet euch damit ab, Leute! Ja, gut. Ich meine, der Name Master Chief Collection macht schon Sinn dann, weil ich meine, in Halo Reach kommt der Master Chief so gut wie nicht vor. Richtig. Und in Halo 3 ODST kommt er auch nicht vor. Von daher nicht Teil der Master Chief Collection, finde ich schon sinnvoll irgendwo. An sich, ja, also ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass jetzt die Halo Reach nicht dabei ist, weil, ich sag mal, du hast das gleiche halt. So ein Umfangpaket, das ist krass einfach. Ich find's sowieso, und vor allem, ich freue mich, ohne Witz, ich freue mich auf diesen Film, Alter, der dabei ist. Ja. Oh Gott, freue ich mich drauf. Ja, das Paket ist unfassbar. Halo 1 bis Halo 4. Den Trailer alle gesehen. Multiplayer. Ja. Alle Maps, sogar die Maps, die nur auf PC damals released wurden, wurden auch nochmal remastered für die Collection. Dann Beta-Zugang zu Halo 5. Und dann on top noch, wie du schon gesagt hast, Halo Nightfall, die Serie mit Ridley Scott als Producer. Also das ist einfach nur das krasseste Umfangmonster, das du dir für 60 Euro holen kannst eigentlich. 60 Euro? Ich dachte 70 Euro. Besser geht's nicht. Scheiße! Ja gut, das unterscheidet uns beide ja. Du kaufst im Einzelhandel, ich kaufe im Internet. Ja. Einzelhandel for the win! Aber ja. Unverbindliche Preisempfehlung 69,95. 69,95. Oder meinst du 59,99? Ja, nee, also ich hab's für 59 ja bestellt. Aber ich denk mal, weiß ich nicht, was es bei Mediamarkt kosten wird. Kann ich jetzt nicht sagen. Naja, holt es euch einfach bei dem Spielerhändler eures Vertrauens, wie man so schön sagt. Krass, sind wir schlecht! Es gibt noch viele andere Läden, Saturn, Technikpartner und ja, was sind noch alles. Das Schöne an der Master Chief Collection ist ja auch, dass alle vier Spiele remastered sind in 1080p und 60 frames per second. Ja, ich frage mich auch, ob das jetzt von der Grafik her noch so ein bisschen aufpoliert wurde, also so ein bisschen Halo 4 Grafik halt ist oder so. Ich sag mal, Halo 4 sah halt schon ein bisschen erwachsener halt aus, ne? Weil so, wenn du sowas hier siehst, das ist so Power Ranger Grafik hier. An sich ja ganz schön, aber es ist halt, ist ja, auch wenn ich Halo 4 an sich so nicht mag, es ist halt schöner. Die Grafik war fantastisch. Also der Chief in seiner Rüstung, der sah schon richtig, richtig nice aus.
Wir kriegen so aufs Maul. Dann auch noch immer das Gequietsche, als er sich bewegt hat von seinem, von seinen Elementen, die seine Rüstung zusammenhalten, dieses. Noch 10 Sekunden. Ja, und ich hab letztens ein Video gesehen und, Oh, mach keinen Scheiß, du hast Video gesehen? Halo 4 und, in 1080p und 60 Frames. Das sieht tatsächlich fast wie Next Gen aus. Also, das ist richtig geil. Ich will jetzt nur mal gerade sagen, dass diese Plasmagranate, die da hinten explodiert war, kurz vor dem Gegner gelegen hat und ich hab sie geworfen. Von hier hinten aus. Bim, Bitches. Yeah. Mehr wollte ich nie erwähnen. Ja, also ich freue mich auch schon ein bisschen, deswegen werde ich bin ich am überlegen. Ich werde nach meinem Vertrag gucken und wenn je nachdem, was im Vertrag steht, also Arbeitsvertrag, und dann steht da halt, wie heißt es nochmal, hier unbefristet, dann werde ich es wahrscheinlich Offline-Grenze erreicht, was? Wir sind Offline-Grenze erreicht, willst du mich verarschen? Keine Ahnung. Huch! Hey, Reach-Server ist momentan nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie später nochmal. Bitte. Was ist das denn? Jedenfalls werde ich mir wahrscheinlich dann die Xbox One auf Raten halt kaufen. Ich bitte darum, es wird echt mal Zeit, Junge. Ja, denkst du, ich find's lustig? So, irgendwie... ich starte mal das Spiel neu. Weil ich habe keine Ahnung, warum es jetzt nicht funktioniert. Obwohl, das Video geht schon 16 Minuten. Aber es war einfach miserabel, was wir da hingelegt haben. Ja, das war echt bitter. Hätte ich nicht vorzeigbar. Ja, das ist einfach löschen und was anderes nehmen, ey. Ja, starten wir nochmal. Ja, aber auch ein Master Chief Collection, was bestimmt für die Community interessant sein könnte. Man kann jetzt auch zum ersten Mal innerhalb von Video-Cutscenes zwischen alter und neuer Grafik auf Knopfdruck wechseln und es geht instantly sozusagen ohne Ladezeit. Innerhalb von einer Sekunde auf Knopfdruck wechselt die Grafik zurück zur alten Version und ja, dann kann man halt echt so sehen, was ist die letzten 10 Jahre. Aber ich glaube, das ist auch wirklich nur auf der Xbox One möglich, ey. Ich glaube, das würde die Xbox 360 nicht schaffen. So von. Ja, das haben. Genau. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, auf der 360, da ging das ja auch mit Knopfdruck, aber dann wurde der Bildschirm kurz schwarz, es hat 2-3 Sekunden geladen und dann kam die alte Grafik zum Vorschein und dann hast du wieder geklickt und dann hat es wieder ein bisschen gedauert. Und 343 hat halt gesagt, dass es nur mit den neuen Prozessoren und der neuen Power von Xbox One möglich ist, dass du sozusagen in Sekunden schneller den Wechsel hast. Das ist halt schon geil, finde ich. Also ich sagen muss, worauf welches Spiel ich halt mich freue, release-mäßig, ist echt Halo 2. Das war bis jetzt das Geilste, weil du da zum ersten Mal schön Eliten zocken konntest, Alter. Du hast mir echt die beiden Seiten halt gesehen, du hast mit der Allianz gekämpft, es war einfach geil, dass du Grunts neben dir heran hattest und du musstest sie nicht abballern. Ich fand's einfach voll geil. Ja. So, ich kann dir nicht beitreten jetzt, jetzt kann ich Spiel starten, aber nicht beitreten hier. Jetzt scheint es ja wieder zu funktionieren. Ja, ich kann aber dir nicht beitreten. Dann trete ich eben dir bei. Versuch's mal. Okay, bin drin. Jetzt. Spielsuche starten! Noch eins nehmen wir noch auf, würde ich sagen. Hoffentlich läuft das diesmal ein bisschen besser. Jo. Oh, früher habe ich, das weiß ich noch ganz genau, habe ich immer Team Sniper gesuchtet, irgendwie die ganze Zeit Team Sniper gespielt. Keiner weiß warum. War noch nie ein guter Sniper. Ich hatte auch kein guter Sniper mehr. Ich weiß es nicht mehr, ob ich es jetzt könnte, also eben gerade sah es nicht allzu schlecht aus. Aber ich werde es vielleicht nachher so 2-3 Spielchen mal wieder Sniper machen, einfach nur zu gucken. Dann schauen wir mal. Aber die AR bin ich jetzt schon wieder am Basteln, wie ich schon erwähnt habe, aber nicht so verändert gesprochen habe. So in anderen Größen, anderen Farben werde ich es mal ausprobieren und dann werde ich es nochmal bauen. Das heißt, ich werde die AR dann 1, 2, 3, 4 Mal gebaut haben. Auch kranke Scheiße. Naja. Wir haben einen riesigen... Weißt du, was ich mich... Ja?
was ich mich gefragt habe, in welcher Reihenfolge spiele ich denn die Master Chief Collection eigentlich? Beginnt man mit Halo 1 oder doch mit Halo 2, weil das ja sozusagen der komplett remasterte Titel ist? Aber dann würde man ja sozusagen die Reihenfolge auch. Nein, dann musst du eine Reihenfolge. Nein. Dann musst du es reihenfolgemäßig wirklich Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4. Dann, ja. Oder? Um die ganze Story nochmal zu erleben. Das stimmt, ich glaube, das werde ich dann so machen, Alter. So an einem Abend auf Normal halt oder so, einfach damit das schnell geht, so richtig einen Abend komplett 1 bis 4 durchsuchten irgendwie. Mal so, echt mal. Oder so ein Wochenende einfach mal dafür opfern, einfach. Das wird mir bestimmt mega cool, Alter. Bist du dabei? Ja, das ist jetzt nach dem Plan an, ne? Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, ob ich die Xbox One erstmal. Besten gleich mal Urlaub, pauschal Urlaub nehmen. Ja, kann ich leider an sich halt nicht so wirklich. Aus dem einfach. Nee, ich muss auch sparsam umgehen mit meinem Urlaub. Weil ich halt jetzt zur Zeit in einer Arbeitszeit bin, die halt nicht viel Urlaub zulässt. Oder spontan Urlaub zulässt. Ja. Das ist das Problem. Verstehe. Ja, aber was ja auch ein cooles Feature ist bei der Master Chief Collection, es wird so spezielle Spiellisten geben, wo du dann auch quasi im Matchmaking nach anderen Spielern suchen kannst. Und dann wird es halt zum Beispiel geben, irgendwie Spiele alle, weißt du, also das sind halt dann quasi alle finalen Levels aus allen vier Halo-Spielen und das kannst du halt dann mit zwei anderen Mitspielern spielen. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weißt du, alle letzten Level mal einmal zocken, das ist eigentlich auch geil. Und oder es gibt zum Beispiel irgendwie so eine Spieleliste, alle Gebieter-Level zocken. Okay. Oder da ist ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt und diese Spiellisten sollen auch immer wieder durchwechseln, damit es nicht langweilig wird. Dann wird es da zum Beispiel mal geben, alle Flat-Level, alle Level, wo du einen Panzer fährst, alle Level, wo du einen Warthog fährst. Also richtig geil eigentlich. Und stell ich mir auch gut vor. Ja, ist mir vielleicht ganz interessant, aber jetzt nicht so 9 plus Ultimatives, weil ich sag mal, es gab halt schon vorher so Kampagnenlevel, die du halt spielen konntest, in der Spielersuche halt. Das ist auch irgendwie unbekannter. Jetzt ist einfach nur mit Feature Kategorien belastet halt, ne? Kann man mal machen. Ist jetzt, ja. Man kann es ja mal antesten. Aber gut, man kann sich auch seine eigenen Kategorien überlegen. Weißt, wenn man halt, du bist ja eh so ein Gebieter-Fan, dann kann man ja auch mal sagen, hey, ich habe jetzt Bock, alle Gebieter-Level zu spielen. Und dann spielt man die alle schnell in Heldenhaft legendär durch und ja. Gut ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schroten, ob ihr es nicht... Braucht ja eigentlich auch ein zwingend andere Mitspieler, weil kann man ja auch zu zweit machen, also ist ja... Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schroten, ob ihr es einfach nur für Geldmacherei haltet oder ob ihr sagt, okay, es ist mal was, was Logisches. Also vom reinen Gedanken her ist das nichts anderes als was Final Fantasy und die ganzen anderen auch mal, die releasen ja auch Spiele nochmal komplett neu und hast nicht gesehen. Ich find's cool, es ist einfach wirklich so erstmal alles auf Stumm schalten hier. So, für richtige Fans ist das echt nochmal so ein schönes Paketchen. Vor allem, weil du dann wirklich auch da einen Film mit dabei hast, den es halt so nicht gibt in der Art und Weise. Natürlich gibt es den demnächst wahrscheinlich irgendwer wird ihn auf YouTube hochstellen. Aber du bist einfach der Erste, der ihn hat und auch wirklich auf DVD und so einen Scheiß hat. Und ich freue mich doch schon da. Also ich finde es eigentlich eine schöne Idee. Natürlich fände ich es ein bisschen übertrieben, hätten sie jetzt gesagt, okay, wir klatschen das jetzt auf 120 Euro oder sowas hoch. Da hätte ich auch gesagt, boah, ne, das ist echt Geldmacherei. Aber ich sag mal, wenn du es wirklich so für, wenn du das als normalen Preis für ein normales Spiel bekommst, halt im Laden halt so 70 Euro, ja, warum nicht? Dann ist das doch vollkommen legitim. Aber ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schrotten, was ihr jetzt davon haltet. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, es ist halt auch extrem interessant für Leute, die neu mit Zocken angefangen haben und nicht schon seit 10 Jahren zocken und Halo einfach nicht kennen und so überlegen, oh, okay, man hat viel Positives darüber gehört, über die Serie, ich will das jetzt mal nachholen. Und für Leute, die Halo noch nie gespielt haben, denen würde ich das auf jeden Fall. Also jetzt vielleicht nicht multiplayer-mäßig unbedingt, aber ich sag mal jetzt so wirklich Kampagnen, die ist einfach geil. Ist einfach schön überlegt im Hintergrund. Ja. Das Geile ist, dass die Community das Universum an sich aufgebaut hat. Also sprich, alles was so drumherum war, oder was da drumherum ist halt so, von Gedanken wegen her und hast nicht gesehen und von den ganzen Geschichten, welche Gebiete es gab und hast nicht gesehen und wie sie alle hießen und bla bla bla. Das hat die Community ja alles entwickelt. Das hat Bungie einfach nur dann aufgenommen.
Das fand ich halt auch so mega cool. Spartan-Verstärkungen Anmarsch. Ja. Ich dachte, wir spielen Eliten-Skin. Ein riesiges Universum gewachsen. Das ist so geil, ich kann gerade irgendwie viele Leute abballern. Und keiner merkt, dass ich sie abballer. Der hat Björn da stehen, okay. So. In your face, bitch. Ziel hat sich bewegt. In your face, bitch. Alter! Ist das der Spawnplatz hier oder was? Massaker! Die spawnen die ganze Zeit, die Schweine. Hinter meinem Rücken. Territorium erobert. Verstärkung. Oh, ich hab daneben auch vorbei. Unterstützung. Was ist das denn? Also, sorry, will ich nicht down. Hinter mir. Ziel hat sich bewegt. Alter! Scheiße! Und der ballert einfach im Mund bloß weiter. Ja, ist der MP, bei dem spawnen wir jetzt. Hab ich zumindest. Da, spawnt. Oh, was haben wir hier Feines? Das nehmen wir mal mit. Elite Scharmützel. Territorium erobert. Verstärkung. Okay. Verstärkung. Was heißt das? Eine Schotti. Wow. Ernsthaft, eine Schotti? Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Diese scheiß Hacke hier, Alter. Ja, ich bin wieder drin. So, was ist ein Envy? Da ist der MP. Bin ich. Ja, sind wir bei MP gespawnt hier. Da haben wir was Schönes. Läuft. Bekommen die Gegner wenigstens mal auf die Fresse. Ich glaub, ja, die Abreibung von vorhin. Tut dem Ego ganz gut. Alter, das wird so overkill-mäßig sein müssen. Stärkung. Nur Scheiße bekommen. Aua. Ich stell mich auch gerade blöd an, Alter. Aber schon auch witzig, dass es nach so langer Zeit immer noch Noobs gibt in Halo Reach. Das ist ja eigentlich auch beruhigend. Ziel hat sich bewegt. Fuck! Da wollte ich unbedingt den Triple Kill haben. Ich respawn jetzt einfach mal hier, weil es keinen Sinn macht. So. Verpiss dich mit deinem Niedler, Mann. Alter hat ein fucking Schwert! 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 Alter, leck mich am Arsch! Nein! Das wird nicht rot! Scheiße! Fuck you! Mann! Okay, ich nehm sofort auf! Egal was es ist! Ah! Verstärkung! Territorium erobert! Schon wieder so ein Scheiß hier. Denkst du, ich seh dich nicht? Halt daneben! Meiner! Ziel hat sich bewegt! Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie unnötig war das? Direkt auf ihn drauf und tötet ihn nicht. Alter, bin ich schlecht? Ist das geil? Ich bin so schlecht.
Oh Gott, ich hab nichts zum Nachladen. Und ich bleibe da liegen. Nehme ich das hier mit. Okay. Und tschüss. Boom! Ist ja ordentlich am Messer hier. Ich nehme das auch Messer mit. Ja, gar nicht. Doch. So. Elitischer Mützel. So. Das ist noch eine Schotti. Boah, hier ist nur ein Messer. Ist jeder ein Messer hier? Es ist ja krank. Oh yeah! Verstärkung. Double Kill. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ziel hat sich bewegt. Ey, wie konnte der Ich habe zwei Buzzies. Ich habe so viele Buzzies gerade verschwendet. So, das Video geht 30 Minuten. Ich wollte es eigentlich heute noch hochladen. Das kann ich sowas von vergessen. Doch, das werde ich heute noch hochladen. Dann gleich noch rendern, die Scheiße. Oh yeah, Bitches. Verstärkung. Erstmal einen dicken fucking Hammer und ein Schwert. Ich bin sowas von schlecht ausgerüstet. Ziel hat sich bewegt. Yeah, die Mulle haben wir nicht gezeigt. Das ist bescheuert. Boah, diese Scheiß, Och, hat sie verraten! Du dummer Drecksack! Verstärkung! Territorium. Eigentlich bräuchte ich jetzt gar keinen Schwerttypen mehr auswählen, weil sowieso hier so viel Schwerter rumliegen. Da! Schlecht! So, ich nehme jetzt hier einen Sprinter. Weil hier liegen so viel Schwerter rum. Boah, die sind aber auch hohl, die kannst du ja einfach nur im Vorbeigehen wegmessern. So. Ich werde jetzt sprinten. Boah, der hat ein Messerduell gewonnen, ich glaub's ja nicht. Einer ist gerade zu blöd, durch den Fenster zu jumpen. Oh, er hat mir das Schwert von der Nase geklaut, dieser dumme Affe. Nämlich das hier. Das warst du oder was? Ja. Schnauze. Was? So bitte Abschuss und dann kippt da oben und ich sterbe noch? Das macht keinen Sinn. Verstärkung. Territorium erobert. So, was haben wir denn hier für eines? Alter! Junge, locker Sau, Drecks, Arsch, Fotzen, Gödel. So, was haben wir denn hier als Rumgammeln? Ziel hat sich bewegt. Nimm den Hammer mit. Normalerweise zur damaligen Zeit wäre das eigentlich schon längst perfekt gewesen. Aber man ist einfach so schlecht geworden. Nein! Da war da. Den Hammer her. Der ist mir zugelaufen. Nein, der ist hier gespawnt bei diesem Ding hier. Torium erobert. Verstärkung. Schön beim Impi spawnen. Oh, hier liegt eine fucking Sniper. Und eine fucking Buzzy. Aber Hammer hat eine kürzere Reichweite als Schwert, oder? Ich hab eine Sniper. Ziel hat sich und bewegt. Buzzy.
Verstärkung. Territorium erobert. Alter, was ist denn da los? Verpasst. Ganz Action verpasst, weil ich gedacht habe, die kommt vielleicht mal von der anderen Seite. Ich hab hier Buzzy und Scheiß. Ziel hat sich bewegt. Hoppala! Entschuldigung! Komm schon, mach den letzten Kill. Ich hab ne scheiß Sniper und einen Buzzy gehabt und hab jetzt die letzten 5 Minuten nichts gemacht. Oh! Ja, Segi, Diggi! Ich hätte eigentlich noch viel mehr Kills machen können, aber ich hab die letzten paar Minuten hab ich nichts mehr gemacht irgendwie. Ist ja egal, so, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss!